Zu Beginn des Films sehen wir Sandra, die Regionalleiterin einer Filiale eines Hähnchenbürger-Restaurants. Sie wartet darauf, dass ihre Mitarbeiter das Restaurant erreichen. Sie hat ihnen einige wichtige Dinge zu sagen, bevor sie ihre tägliche Arbeit beginnen. Becky und Kevin kommen endlich an und Sandra beginnt ihre Rede darüber, wie sie sich alle sehr gut verhalten müssen, weil der Franchise-Qualitätskontrollmanager kommt, um ihr Restaurant zu überprüfen. Während ihres kurzen Treffens macht sie sich Sorgen, weil jemand die Tür ihres Kühlschranks offen ließ, was zu Lebensmittelverschwendung führte. Sandra fordert sie auf, alle Regeln und Vorschriften zu befolgen, die ihnen vom ersten Tag an beigebracht wurden. Sie sagt, dass sie wenig Speck haben, also können sie nur 2 Speckstreifen in jedem Sandwich verwenden und wann immer sie frei sind, müssen sie den Ort reinigen. Später sehen wir Becky mit ihrem Schichtleiter Marty sprechen. Becky sagt, dass sie das Gefühl hat, dass Sandra sie verdächtigen könnte, die Tür offen zu lassen. Marty versucht, sie zu trösten und sagt ihr, dass es Kevin sein muss. Becky erzählt ihr von dem neuen Kerl, den sie trifft. Sandra kommt dann und erzählt ihnen von ihrem Verlobten und sagt, dass er noch nicht vorgeschlagen hat, aber da er mit ihrem Vater gesprochen hat, wird er es in der Zukunft tun. Als Becky über ihren Mann spricht und wie er ihr Bilder von sich selbst ohne Hemd schickt, sagt Marty, dass sie jetzt zu alt für all das Zeug ist, aber Sandra ist anderer Meinung und sagt, dass sie und ihr Freund manchmal auch diese heißen Nachrichten austauschen. Becky und Marty lachen, als Sandra geht, aber Sandra hört sie. Sie fangen wieder an, über Jungen zu sprechen. Sandra beginnt dann, verschiedene Dinge zu untersuchen. Sie trifft Harold und zu ihrer Überraschung ist er schon von der Arbeit weg. Harold erwähnte, dass er später zurückkommen und Milchshakes mitbringen könnte. Dann gab Sandra ihm ein paar Empfehlungen und er ging. Später erhält Sandra einen Anruf von ihrem Freund Van und sie erzählt ihm, wie beschäftigt sie heute Abend ist. Er fragt sie, ob er gehen und etwas Spaß mit seinen Freunden haben kann. Sie fragt ihn, ob er die Nacht mit ihnen verbringen will, und als er Nein sagt, antwortet sie, dass er sie nicht um Erlaubnis bitten muss, seine Freunde zu besuchen. Sie beendet den Anruf jedoch, indem sie ihm rät, sich nicht zu betrinken. Währenddessen unterhalten sich Becky, Kevin und ihr Kollege am Tresen. Sandra kommt und sieht sie und rügt sie, dann bittet sie Kevin zu gehen und seine Sachen aufzufüllen und fragt, warum Becky nicht putzt, wie es früher befohlen wurde. Während sie dieses Gespräch führt, wird Sandra von einem Anruf der Polizei für sie erzählt. Sandra eilt zu ihrem Büro und nimmt den Anruf entgegen. Sie stellt sich vor und die Person auf der anderen Seite des Telefons stellt sich als Officer Daniel vor. Er fragt sie, ob sie der Vorgesetzte ist, und sie sagt ja, er sagt ihr dann, dass er Kontakt mit ihrem regionalen Vorgesetzten hatte und jetzt braucht er ihre Hilfe. Sie fragt, ob es um den Kühlschrank geht, zu dem er Nein sagt. Es geht um Diebstahl. Er gibt ihr eine kurze Beschreibung des möglichen Verdächtigen und wenn Sandra sagt, Becky. Daniel sagt, dass der Regionalmanager ihm gesagt habe, dass Sandra ihm helfen würde, sich um diese Angelegenheit zu kümmern. Er erzählt ihr, dass Becky in umfangreiche kriminelle Aktivitäten verwickelt ist und sogar ihr Bruder daran beteiligt ist. Sandra geht und bringt Becky in ihr Büro. Sie lässt sie am Telefon mit Daniel sprechen, der Becky sagt, dass er einige Informationen hat, um zu bestätigen, dass sie Geld aus dem Schatzamt gestohlen hat. Becky bestreitet diese Behauptungen, aber Daniel ist nicht bereit, ihr zu glauben. Daniel bittet Sandra, Beckys Taschen zu überprüfen und ihr Handy zu konfiszieren. Als Sandra nichts in Beckys Taschen findet, bittet er sie, sie festzuhalten und auf die Ankunft der Polizei zu warten. Sandra stimmt zu, dann fragt er Sandra, ob sie Becky ausziehen soll. Sandra fühlt sich unwohl dabei, aber Daniel überzeugt sie, dass dies nicht zu einer längeren Untersuchung und Beckys Verhaftung führen könnte. Sandra erzählt Becky, dass Daniel ihr 2 Optionen gegeben hat. Sie muss in eine Zelle für die Nacht oder Streifen durchsucht werden. Becky fühlt sich unwohl, eine der beiden Optionen zu wählen, aber als Sandra sagt, dass sie eine wählen muss, stimmt sie zu, dass man sie durchsucht, aber nur, wenn Marty mit ihnen im Büro anwesend ist. Sandra geht, um Marty zu holen, während Becky mit dem Offizier spricht. Daniel sagt, dass er weiß, dass ihr älterer Bruder in der Vergangenheit in Schwierigkeiten mit dem Gesetz war und er offenbart ihr, dass er immer noch verdächtigt. Während Becky über ihren Bruder spricht, kommen Marty und Sandra herein.
Sandra gibt Marty eine kurze Geschichte darüber, was dort passiert, und dann fahren sie mit der Stripsuche fort. Becky zieht ihre Hose und ihr Hemd aus und gibt sie Sandra. Sie sagt Daniel, dass sie nichts gefunden hat. Daniel sagt Sandra dann, dass sie ihre Unterwäsche überprüfen soll. Sandra fühlt sich ein wenig unwohl, aber sie tut, was ihr gesagt wird. Sie findet nichts darin. Daniel sagt, dass es in einer geheimen Tasche versteckt sein könnte und deshalb muss die Polizei es überprüfen. Er bittet sie, Beckys Kleider in ihr Auto zu legen. Sandra fühlt sich seltsam, aber er überzeugt sie, indem er sagt, dass Beckys Bruder verdächtigt wird, Teil des Drogenhandels zu sein, und sie könnte auch darin sein. Er sagt ihr, dass er bald dort sein wird und bis dahin müssen sie Becky im Restaurant sichern. Sandra hat zu tun, also bittet sie Kevin, Becky zu beobachten. Sie gibt ihm eine schnelle Zusammenfassung von allem im Büro und lässt ihn dort. Kevin spricht mit Daniel und er bittet ihn, die Schürze abzunehmen, mit der Becky ihren Körper bedeckt. Kevin ist mit Becky befreundet, also kann er das nicht tun. Er verlässt den Raum und als Sandra versucht, ihn aufzuhalten, sagt er ihr, dass er Beckys Bruder kennt und sie die falsche Person haben. Daniel spricht mit Sandra und er sagt ihr, dass Kevin kein reifer Profi ist und sie ihm keine vertraulichen Informationen über Beckys Bruder hätte erzählen sollen. Als Sandra sagt, dass sie eine Menge Arbeit zu erledigen hat und sie Becky nicht weiter beobachten kann, gibt er ihr die Wahl, es entweder selbst zu tun oder jemanden zu bitten, es in ihren Namen zu tun. Später ruft sie ihren Freund an und er kommt ins Restaurant. Sandra erklärt die Situation und sagt ihm, er solle Becky im Auge behalten, da sie versuchen könnte zu rennen. Er beginnt seine Pflicht und spricht dann mit Daniel am Telefon. Daniel weist ihn an, Becky zu inspizieren, indem er ihre Schürze abnimmt. Er sagt, dass er dies nicht tun kann. Dann wird ihm befohlen, Becky das Telefon zu geben. Daniel überzeugt sie und sie willigt ein, durchsucht zu werden. Sie nimmt ihre Schürze ab und dann bittet Daniel sie, Hampelmänner auszuführen und sich zu bücken, damit Van sie richtig untersuchen kann. Sandra kommt plötzlich herein und Van wirft Becky die Schürze zurück, um sich zu bedecken. Sandra spricht mit Daniel und während des Gesprächs versucht Becky, sie um Hilfe zu bitten, aber Sandra wird wütend auf sie. Wir sehen dann, wie Kevin mit Marty darüber spricht, wie schlimm diese ganze Situation ist und wie Sandras Freund bleibt, um ein Auge auf sie zu haben, so unangebracht ist. Marty und Kevin sind sich einig, aber sie können nichts tun, um sie aufzuhalten. Daniel fängt dann wieder an, mit Van zu sprechen, aber seine SIM-Karte läuft aus dem Anrufgleichgewicht und er versucht, das zu decken, indem er sagt, dass er eine ernsthafte Situation im Haus hatte. Als er zurückkommt, befiehlt er Van, Becky zu bestrafen, indem er sie verprügelt, weil sie sich vor Sandra nicht gut verhielt. Van mag diese Idee nicht, aber er wird überzeugt, wenn er sagt, dass er sie bitten wird, etwas für ihn zu tun. Van beginnt seinen Job und Beckys schmerzhafte Schreie werden von dem Mann am Telefon gehört. Er spricht dann mit Becky und es stellt sich heraus, dass er sie bittet, mit Van Vorspiel. Später kommt Sandra herein und Van fühlt sich unwohl, was passiert ist, also geht er und geht zu seinem Auto, wo er einen Freund anruft und sagt, dass er etwas Schreckliches getan hat. Später weist Daniel Sandra an, dass sie nun einen anderen Mann finden muss, der Becky bewacht. Sie geht und sieht Harold, der gekommen ist, um den Milchschäcke zu holen. Sie erzählt ihm die ganze Geschichte und bittet ihn, sie im Auge zu behalten. Als Daniel ihn dasselbe fragt wie Van, wird Harold wütend und sagt Sandra, dass das nicht richtig ist. Sandra hat endlich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und sie kontaktiert ihren Regionalmanager. Als sie ihn fragt, ob er mit einem Beamten über den Diebstahl gesprochen hat, sagt er, dass er krank war und mit niemandem gesprochen hat. Er hat keine Ahnung, wovon sie spricht. Als Sandra zurückkommt und am Telefon mit Daniel spricht, lacht er und legt auf. Kevin nimmt schnell seine Nummer ab und notiert es. Sie rufen die Polizei und die Polizei beginnt, nach dem Kerl zu suchen. Der Ermittler erkennt, dass dies keine einmalige Sache war. Es war in der Vergangenheit geschehen und wurde nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Leider wurde der Verdächtige nie gefasst und nun, nachdem er einige harte Arbeit geleistet hat, ist die Polizei endlich nah dran, ihn zu fangen. Sie finden heraus, dass der Mann hinter dem ganzen Verbrechen ein Telemarketer mit einer normalen Familie war. Er benutzte gestohlene Bankkarten, um diese Scherzanrufe zu machen.
Später sucht Becky rechtliche Hilfe und ihr Anwalt sagt ihr, dass sie die Regierung verklagen sollte, da sie keine richtigen Richtlinien gegeben haben. Sandra verliert ihren Job und erzählt in einem Interview allen, dass sie unschuldig ist und nur das getan hat, was sie für richtig hielt. Sie sagt, jeder in ihrer Situation hätte dasselbe getan. Sie verließ ihren Freund Van nach dem, was er Becky angetan hat. Dieser Film wurde von realen Ereignissen inspiriert, bei denen ein Mann über 70 ähnliche Verbrechen per Telefonstreich in 30 amerikanischen Staaten beging.